In diesem Video erhältst du alle Infos zum Gas und den Gasfiltern in Ghost Recon Breakpoint Title Update 3.1.0 bzw. dem Event Operation Ember Sky. Los geht's! Bei mir dreht sich übrigens alles um Ghost Recon. Wenn du da Bock drauf hast, lass mir gerne ein Abo da und aktiviere die Glocke, damit du keines meiner Videos verpasst. Da auch das Event Operation Ember Sky ein Crossover-Event mit Rainbow Six Siege ist, hat auch das Gas mit dem Namen Ember Rune seinen Ursprung bei Rainbow Six Siege. Innerhalb des Gases kannst du nicht so weit sehen, da ist die Sichtweite relativ eingeschränkt, etwa so wie bei einem dichten Nebel. Du kannst im Gas auch nur mit einem Gasfilter atmen. Du hast automatisch schon von Anfang an einen Gasfilter, bzw. eine Gasmaske mit einem Gasfilter, und dieser Gasfilter verliert über Zeit an Haltbarkeit. Das ist, wenn du stillstehst, etwa alle 5 Sekunden 1%, und wenn du dich bewegst bzw. sprintest, verliert er etwa alle 2,5 Sekunden 1% Haltbarkeit, also doppelt so schnell, wie wenn du stillstehst. Die Haltbarkeit des Gasfilters ist außerdem persistent, also wenn du jetzt eine Gaszone mit 65% Haltbarkeit verlässt, hast du, wenn du wieder eine Gaszone betrittst, immer noch diese 65% Haltbarkeit. Den Gasfilter erneuern kannst du entweder über ein Inventar-Item, das du in der Welt finden, bei Maria in Erewhon kaufen oder bei Kommandanten erlooten kannst oder an speziell dafür vorgesehenen Stationen, die in allen Gaszonen verteilt sind. Die HUD-Anzeige der Filterhaltbarkeit kannst du separat in den Einstellungen an- und ausschalten. Das heißt, wenn du bisher ohne HUD gespielt hast, dann musst du diese Filteranzeige nochmal separat deaktivieren. Standardmäßig ist die natürlich angeschaltet. Vor allem wichtig, wenn du ohne die HUD-Anzeige der Filterhaltbarkeit spielst, ist, dass du die Haltbarkeit auch anhand verschiedener Faktoren erhöhen kannst. Wenn der Filter noch zu 40% haltbar ist, fängt Nomad an, schwer zu atmen. Bei 20% schnauft er dann richtig. Bei 10% gibt er manchmal eine Voiceline ab, so à la, ich brauch bald einen neuen Filter. Also er sagt dann so, ich brauch bald einen neuen Filter. Und bei 0% beginnt er richtig fett zu husten. Und da beginnt dann auch der graduelle Verlust der Lebensenergie. Manchmal sagt er dann auch sowas wie, Mist, der Filter ist hin. Oder sowas in der Art. Wenn du dem Gas zum Opfer fällst, also die Lebensenergie komplett durch das Gas verlierst und stirbst, kannst du nicht mehr wiederbelebt werden. Also du bist dann komplett tot, egal ob du vorher schon gestorben bist oder nicht. Und auch auf dem Todesbildschirm bekommst du dann einen Hinweis, der besagt, dass du an einer Ember Ruin Vergiftung gestorben bist. Und nachdem du nach der Vergiftung gerespawnt bist, hat dein Gasfilter wieder etwas Haltbarkeit, aber nur ca. 33%. Also ist nicht wieder komplett neu aufgefüllt. Was mich etwas irritiert hat und offen gesagt auch echt stört, ist, dass egal welche Ausrüstung du im Maskenslot ausgerüstet hast, also an kosmetischer Maske, also auch wenn du dort schon eine Gasmaske drin hast, wird dieser Maskenslot komplett durch diese neue Gasmaske, durch diesen neuen Gasfilter ersetzt, sobald du eine Gaszone betrittst. Also in meinem Fall aktuell ist dieser Schlauchschal, habe ich ja diesen Schlauchschal an, und sobald ich die Gaszone betrete, zieht er den Filter an und der Schlauchschal ist komplett weg. Das gleiche passiert auch, wenn ihr solche Gasmasken tragt, die halt das Gesicht so ganz verdecken, die halt nur kosmetisch sind. Er zieht halt immer nur genau diese eine Gasmaske an und die kann man, soweit ich bisher herausgefunden habe, auch nicht separat irgendwie tarnen, also man kann keine Farbe darauf anwenden. Auf die Gegner hat das Gas übrigens keine Wirkung. Die haben zwar eine Gasmaske an, aber die ist scheinbar nur rein optischer Natur. Ich habe das hier mal getestet, indem ich einen Sentinel-Soldaten aus dem Gas rausgelockt habe und ihn mir dann geschnappt habe und mit ihm reingegangen bin. Und wie ihr seht, ich fall tot um und er steht ganz gemütlich da. Wenn dir das Video weitergeholfen hat, lass mir auf jeden Fall ein Abo da und schreib auch gerne die Kommentare, falls du weitere Fragen zum Gas oder der neuen Gasmaskenmechanik hast. Ganz egal, wie du dich entscheidest, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video, mein Freund, und ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.